Yo, we back! Vloggen LSD Nummer Uno. Nee. Wir gehen jetzt Fahrrad fahren. Kamera wird jetzt mal umgeschwenkt. Rick is ready. Wir haben Bock. Es ist geiles Wetter. Fresh Shirt. Geile Hose. Crank Brothers. Fahrrad Eberhard. Kann ich schon dazu noch sagen, ne? Und Melon Optics. Yeah, boy. Right fast. Yes. And we go. Always check your tires. Ich mache das jetzt nochmal für euch. Ich gehe mal ganz kurz. Check ich das nochmal? Lost. Okay. 1,7. Ich würde sagen, auf geht's. Oh, you fresh. You fresh. Gehen wir mal los, ne? Let's go, boy. The Rainbow Cassette on it. Geil. Geil. Luis Gerstner. Ich grüße dich. Content wird geliefert. Let's go. Track bikes for the Steez. She's shining. And don't forget your lights. Let's go, boy. Wir haben Bock. Aber jetzt los. Geil. Was hast du denn da hier für eine Power reingefüllt? Calcium. Calcium, ui. Calcium. Calcium. Ich habe auch was mit. Ja? Lift the hip back. Auf geht's. Die Mücken sind schon wieder brutal unterwegs, ne? Brutal. Alter. So fett. She's running. Geil. Bei dir? Ja, passt auch. Wir sind im Wald schon mal, aber es ist noch ein guter Climb bis nach oben, ne? Das ist schon immer ein ganz schöner Climb. Fangen wir jetzt mit dem Downer hier. Eieiei. Heißig grad, Junge, das ist so scheiße. Hey, ja, komm, mach schon Bock. In die Kamera. Wir mussten mal einfach ganz kurz Lifetiming gucken. Und es ist einfach Jordan Williams auf 1. Geisteskrank, der ist letztes Jahr noch Junior gefahren. Und Kolb, ah, ich glaube, ihn hat's Crash oder so. Junge Kolb, wirklich, der ist wirklich richtig stark gerade unterwegs. Luke Bruni, dann Dritter. Bernard Kerr finden wir auf der 14. Alter, Junge, Racing ist einfach so intens geworden. Aber wir sind hyped auf Leo Gang. Da wird dann auch so eine Leichte gehabt. Da wird dann auch geraced. Da wird dann richtig geraced. Deswegen fahren wir jetzt nochmal auf den Downhill. Und die letzten kleinen Vorkehrungen zu treffen. Bisschen Race Prep. Let's go. Yeah. So, wir sind jetzt oben an den Sprung und Dream Spot. Sag doch mal was. Soll ich sagen? Ob das gerade bei euch genauso ist? I doubt it. Du sagst immer nur so, yo, geil oder nice. Und dann, wenn ich mal, du sagst nie was Richtiges. Ja. Get off the phone. We wanna ride bikes, dude. Kommen Sie mir hier oben, es beginnt einfach zu regnen. So. Jetzt stehen wir hier bei Gewitter. Wir wollen bauen. Am Steep Trail. Und ja. Mal gucken, wir sind jetzt uns noch nicht so einig. Es hat gerade übel gedonnert hier über uns. Eieiei. Es kracht. Es kracht. Gerade im T-Shirt, Digga. Es kracht hier wirklich. Yo. Wir sind hier gerade an dem Skipark und Luke ist hier gestern schon was eingefahren und wirklich, es sieht so prang aus. Es kommt auf Kamera bestimmt nicht so rüber. Digga, man aber sieht man das sieht doch diese Wellen so, die im Off-Camper sind, dann hier so dieses eingefahren, dann hier runter, guck mal hier runter. Boah, Bruder, das ist Rudi. So ein kranker Part, um Downhill zu fahren, wirklich geisteskrank. Wir machen das jetzt ein bisschen, freshen wir das ein bisschen auf, machen ein bisschen was weg, packen hier ein bisschen was rein. Also nur so ein kleines bisschen, so wie jetzt hier ungefähr. Reicht schon, weil ihr seht schon, Alter, es ist halt, hier ist nur alles loose, also komplett loose, weiß nicht viel. Und deswegen, wir machen das jetzt, dann fahren wir hier oben nochmal, vielleicht bauen wir da oben nochmal was, dann holen wir unsere Bikes und dann gehen wir fahren. Ich habe wirklich ultra Bock, das ist einfach geisteskrank. Und vor allem sind ja eine komplett Off-Camper-Stücke hier und dann auch so ein Off-Camper
fast 90 Turn hier rüber wieder. Das ist so krank. Geil, einfach nur geil. Jo, Flo hackt hier gerade nochmal. Schöne. Alte, no more line. Das geht dann hier ganz links. Komplett loose das Stückchen. Dann hier unten. Weil der Lauf ist hier schon so weg, weil die Line bestimmt schon 2 Jahre existiert. Und das alles weggetragen ist, was die ganzen Reifen so. Ja, die sind wir so oft gefahren. Ja, auch also halt nicht nur wir, hier waren ja auch teilweise andere Dudes. Ja. Die wir auch viel gefahren sind. Und dann kamen wir erst später hier drüben, die Lines, die auch übel wild sind. Die hält einen echt gut. Ja. Sag mal nichts dazu, was bei mir war. Ja, Juhu-Stein. Kann mal passieren. Ja. Ey, wir weitermachen. Hat viel Glück. Muss man sagen, hat viel Glück. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch richtig. Es ist auch eine neue Kamera bestellt, also eine neue Action Cam. GoPro 360 ist verkauft. Und zwar habe ich mir jetzt nämlich eine DJI Osmo Action 3 geholt. Ja, eine DJI. Und die ist, soll gut sein. Doppelte Laufzeit, keine Probleme. Und ja, bin ich echt mal gespannt. Habe ich Bock drauf. Wir werden dann auch, wenn ihr wollt, vlogge ich auch damit dann. Schreibt es mal rein, wenn ihr das sehen wollt. Mit dieser neuen Kamera dann. Let's go. Hier ist halt übel geil. Wenn man hier runter kommt, übelst deep. Alles kommt wirklich null rüber. Hast du hier schöne Off-Camper rüber. Dann da unten, wo der Flo steht, ein bisschen drüber die 90 Turn. Boah. Oh, no, was ist das? Das ist einfach geisteskrank. So, hier das seht ihr nochmal. Hier, bin wieder her. Ja, gut. Das ist steil. Wirklich. Hier. Ja. Paradise. Kommt ein bisschen so rüber, wie es ist. Alter, von hier sieht man so gar nicht, wie krass man da rum muss. Rück. Crazy. Yo. Steep. Digga, auch wenn man hier mal sieht. Boah. Prime Conditions. Man braucht wirklich gefühlt nur so ein Werkzeug. Es ist einfach das Geilste hier. Du packst einfach ein bisschen was rein und der Riss fährt sich dann einfach raus. Das haben wir seit Jahren so hier gelassen, aber ich mache jetzt mal ein bisschen was hier rein, dass man quasi schneller hier rumfahren kann. In die Sektion ein bisschen. Und die LSDs werden geliefert, ich sag's euch. LSDs werden geliefert. Es beginnt dann schon morgen oder so wieder mit einer neuen. Dann kommen die nächsten Tage, dann gibt es World Cup erstes Mal, Track Walk, dann erstmal dahin reisen, also Vlog mit Fahrt und so drum und dran nach Österreich. So wild. Achso, schreibt mal rein, was ihr beim Travel Vlog sehen wollt oder beim Tag, wo wir hinfahren, ob ihr da irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwo anhalten, ob ich irgendwo anhalten soll oder so. Mega. Schreibt es mal rein. Gebt euch mal, wie geil das hier eigentlich aussieht mit diesen Steinen. Also das ist wirklich schon Steine. Das sieht wirklich crazy aus, das Spot hier. Hey, was willst du noch sagen? Oft genug. Ja. Wir schieben jetzt erstmal hoch und dann probieren wir mal die neue Loma Line, die wir da gerade ein bisschen eingepackt haben mit der Hacke da. Und dann denke ich mal, werden wir nochmal filmen ein bisschen von außen. GoPro leider nicht mit dabei, also deine nicht, meine habe ich ja verkauft. Die neue Kamera kommt dann mit demnächst an. Würde ich sagen, Death Grip Ahead. Unleashed. The Beast. Wieder irgendwelche Randoms hier? Hä? Die sind einfach gerade hier hochgerannt. Das war nicht mit irgendwelchen Hardheads hier runter. Okay. Ja. Ich filme jetzt mal einen Look von außen und dann filmt er mich von außen. Kommt. Ich bin gerade Hochformat für Insta. Hört sich an. She loose.
Schon die ersten Steine nach der ersten Abfahrt raus. Ja, das ist so sick zu fahren. Erstmal schauen, was der Luxe gefilmt hat. Bin echt gespannt, Alter. Es ist auf jeden Fall, wenn du es probierst, schnell zu fahren, hast du mir jetzt hier in der Kurve dann mega langsam raus, aber es ist einfach sick. Geil. Es ist wirklich einfach sick. Aber man hat es vielleicht auch auf dem Video gesehen, irgendwie mein Back hat so ein bisschen gebounced, also ist nicht am Boden geblieben. Ich meine, da ist auch eine Kante, aber ja, ich habe nochmal einen Klick langsamer gemacht. Das ist nicht so. Ja, was soll ich sagen? Es ist geisteskrank. Schaut es euch an, filmen wir mal hoch. Hier, okay. Boah. Also wirklich, denkt dran, schön abonnieren. Schreibt was in die Kommentare. Wegen Leogang, Vorschläge nochmal rein. Und denkt dran, teilt es euren Freunden, teilt es in eurer Story. Ich werde euch reposten. Und checkt noch Luke aus hinter der Kamera. Luca Tunga. Und auf Instagram auch Florian Peters. Aber ich denke, die meisten kennen mich ja. Wenn nicht, steht es auch nochmal alles in der Videobeschreibung. Mal ein bisschen Eigenwerbung, ist immer wichtig. Ihr wisst Bescheid. Und macht's auch, ne? Jetzt fahren wir erstmal weiter. Hab richtig Bock. Wow! Yo! Alles gut? Oh, mein Arm. Ja. Luke, geht's gut. Ein kleines Scratches, aber he's all fine. Also wirklich near death. Er ist zum Glück da irgendwie im Hinterrad nochmal hängen geblieben. Das ist, sonst wäre er voll gegen den Baum. Und jetzt fahren wir aber erstmal weiter. Wir gehen mal noch zum Canadian Trail. Sick. Immer am Senden. Ihr müsst echt vorbeischauen. Ach, Mann, scheiße. Ja. Vor allen Dingen, er ist erst 14 geworden, ne? Also er war noch vor 2 Wochen, war er noch 13 einfach, der kleine Junge. Der kleine Große. Ja, das war's jetzt erstmal hier vom Home Trail. Wir fahren jetzt nochmal einen Canadian Trail. Und dann mal gucken, vielleicht kommen nochmal ein paar random Clips. Aber in dem Sinne war's jetzt erstmal. Luke, noch was sagen? Wir sehen uns bei der nächsten LSD und wird hoffentlich geil demnächst mit Kuchen. Yeah! Wieder. Ich hab übel den Stein abbekommen.